Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Woch. Nein, klar, nicht kein Wochenhaul. Ich wollte mit euch zusammen, ich wollte euch meine neuen Dufterrungenschaften zeigen, was so eingeflattert ist. Hier sieht es wieder mal aus wie bei den Hottentotten. Beginne ich am besten erstmal. Ich habe getauscht bei Facebook und da lege ich direkt mal los, euch das zu zeigen. Ich weiß gar nicht, was war das eigentlich nochmal? Ich habe eine Kerze abgegeben. Zwei sogar. Bin jetzt gerade ein wenig. Fehlt da nicht was dann? Nein, ich bin gerade ein wenig durcheinander. Und zwar, ja. Was mich nämlich interessiert hat, war diese hier. Garden Hideaway. Ja, genau. Garden Hideaway. Die hat mich total interessiert. Ich glaube, die ist nicht im Standardsortiment. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Die ist ein bisschen durch die Kälte draußen, hat die sich ein bisschen gelöst. Aber wenn die jetzt warm steht, ist das wieder alles in Ordnung. Und die riecht wirklich so schon sehr aquatisch. Aber die hat so wirklich so ein bisschen was frisch geschnittenes Gras. Also jetzt nicht so geil, wenn du rausgehst und du merkst hier, der Kindergarten ist gerade gemäht worden, ne? Anders. Also es ist auf jeden Fall grüne Wiese. Ja, finde ich schön. Aber kein Must-Have. So. Dann hat sie mir dann noch vier von diesen, also wie gesagt, ich habe glaube ich, Wintergarden habe ich getauscht und noch irgendeine. Nagelt mich nicht fest, keine Ahnung. Also ich habe zwei Kerzen abgegeben, zwei, genau, und eine und die Wish Upon a Star, ja, irgendwie sowas. Ja, zwei Kerzen und dann habe ich halt, wie gesagt, so ein bisschen was dafür gekriegt und zwar unter anderem auch vier von diesen Home Inspiration Clamshells, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da ist einmal Stony Cove. Hört sich für mich gut an, so ein bisschen Spa und Holz, vielleicht ein bisschen Spa, aquatisch und vielleicht holzig, wenn ich Glück habe. Ja, ist ein schöner Duft. Ist jetzt keinen, den ich mal als Kerze kaufen würde, aber ist definitiv einer, den man anzünden kann. So, dann Soft Cotton, denke ich einfach, dass es frische Wäscheduft ist. Etwas fürs Badezimmer, damit mein Freund davon nicht komplett bombardiert wird, weil der mag sowas nicht so gern, das kitzelt ihn in der Nase. Aber das ist aber ein zarter, schöner Duft. Der ist nicht so typisch zitrig, weil es gibt ja so Fluffy Towels und so, die kratzen mir auch im Hals, weil die so extrem trocken sind. Aber der hier, der ist schön. Doch, der gefällt mir sehr gut sogar. Die riecht eher so nach Baumwolle anstatt so nach Weichspüler. So, dann Sweet Petals heißt das, glaube ich. Die sind übrigens alle noch voll. Der ist auch schön. Obwohl, er hat ein bisschen was von Pink Sands von Yankee Candle. Ja, ist ja Yankee Candle, ne? Aber ein bisschen was von Pink Sands hat er, nur blumiger. Blumig ist ja mein Stichwort. Finde ich gut. Apropos blumig, da haben wir noch Classic Rose. Ja. Oh, der ist auch schön. Das ist wirklich ein klassischer Rosenduft. Oh ja, sowas mag ich auch. Ich bin ja total... Also Rose ist ja so meins. So, dann gab es noch... ist noch lange nicht alles, aber ja gut, ich habe ja auch zwei Candles dafür abgegeben. Dann habe ich noch so eine kleine Village Candle bekommen. In meinem Lieblings... einer meiner Lieblingsdüfte von Village Candle ist Cozy Cashmere. Wirklich astreiner. Oh, Kuschelduft, der ist einfach perfekt. Der ist übrigens Fresh Air, Woods, Vanilla und White Florals. Also der Kuschelduft schlechthin. Dann habe ich noch... Goodies, davon wusste ich nichts hier. Also ich zeige euch erstmal das, wovon ich noch wusste. Und dann zeige ich euch die Goodies. Ja, wovon ich noch wusste. Ich denke, die werde ich fürs Badezimmer nehmen. Sind Teelichter von mit der Geruchsrichtung. Lovely Kiko ist ja wirklich ein richtig toller, blumiger Duft. Und komplett voll hier, ne, das Ding. Es sind dann, ich glaube, 3, 6, 9, 12 Teelichter. Ja, ist ein richtig schöner, blumiger, leicht süßlicher Duft. Finde ich gut. Und dann gab es noch zwei Melts, so Clamshells von Village auch. Einmal wieder Cozy Cashmere. Große Liebe, habe ich auch von meiner Schwester zu Weihnachten gekriegt. Und Wilde Rose. Ja, Wild Rose. Ja, ist wieder meins. Ja, cool. Und dann hat sie mir noch Goodies dazugelegt. Einmal ein Teelicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Von der Farbe könnte es Driftwood sein. Ist, glaube ich, Driftwood. So. Und dann hat sie mir noch voll cool Welcome Home von Kringle.
Daylight dazu gelegt. Voll cool. Oh, ja, okay. Das ist Zimt. Okay, danke. Ja, und dann hat es Happy Spring. Ist wohl von Yankee Candle. Kenne ich nicht, aber ich weiß, wie das Label aussieht. Ja, ist ein sehr, ich glaube, so tulpenrosenmäßig. Doch, gefällt mir auch. Der hat sogar was irgendwie. So was Herbes da drin. Den muss ich mal warm duften. Der also riecht auf dem ersten, also auf dem zweiten Duftschnäschen riecht der sehr interessant. So, dann haben wir hier, gut, den mag ich auch nicht. Home Sweet Home ist nämlich auch so ein Zimtduft, so ein Zimtkuschelduft. Also mögen sehr viele. Ich überhaupt nicht leider, aber das macht ja nichts. Dann haben wir hier Yankee Candle. Oh Gott, Market Blossom. Wie geil ist das denn? Den wollte ich unbedingt mal riechen, weil ich das Label so unglaublich schön finde und ich hätte die schon ganz gerne. Dann schnuppern wir mal. Oh, der riecht aber gut. Der riecht so seifig blumig. Oh ja. Meins, voll meins. So, dann haben wir hier noch drei von der Dame. Und zwar, oh, was ist das? Das weiß ich nicht. Was steht denn hier hin? Ah, Lemon Lavender ist das hier. Ist auch leider nicht mein Duft, aber ist nicht schlimm. So, Yankee Candle, Autumn Blooms. Das klingt doch interessant. Ja, interessant. Ich bin wirklich neugierig, also ob der jetzt mir gefällt, aber ich probiere es definitiv aus. Und dann haben wir hier noch zwei so Sternchen von Yankee Candle Warm Woolen Mittens. Finde ich super, den Duft, mag ich auch. Habe ich schon mal, ich glaube, den habe ich sogar noch in so kleinen selbstgegossener Merz. Doch, mag ich. Ist auch ein schöner kuscheliger Duft, aber nicht ganz so kuschelig wie so Kaschmir. Aber ich mag, also wenn du das Video siehst, ich glaube, du hast sogar gesagt, werden die drankommen. Oder war das die andere? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber Dankeschön dafür. Wunderschöne Düfte. Dann habe ich mir getauscht bei Facebook Yankee Candle nochmal. Die habe ich ja letztens leer gemacht. Christmas Magic ist ein wunderschöner Weihnachtsduft für mich. Für mich muss Weihnachten so riechen, so nach Tanne so ein bisschen. Also wirklich, die Tanne ist aber im Hintergrund. Dann ist da dieses Räuchermännlein bei. Wirklich dieses, was man so, ja, was man so an Weihnachten kennt, dieses Räuchermännlein halt. Oh, und diese Gewürze. Wirklich super klassischer Weihnachtsduft. So, und dann habe ich nochmal getauscht. Und zwar, eigentlich wollte ich die eine Kerze kaufen, aber dann hat sich das so herauskristallisiert. Wir können auch Teiltausch machen. Teiltausch heißt halb kaufen, halb tauschen. Und mich hat nämlich diese hier interessiert. Das ist die Seaside Woods. Natürlich hat sie mich interessiert. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist. Auf jeden Fall ist die neu. So. Und ich war natürlich sehr neugierig, wie schnuppert das Teil denn, ne? Ich habe natürlich die leise Hoffnung gehabt, so ein bisschen Driftwood mit was anderem, weil sonst könnte ich mir auch Driftwood holen, ne? So. Und dann haben irgendwelche gesagt, die riecht wie irgendwas mit Oak. Oak. Oat Oasis, genau, haben viele gesagt. Und habe ich gedacht, oh, gar nicht meins, ne? Mag ich nämlich nicht. Das hat so für mich was Holziges, Maggi-mäßiges. Nicht so unbedingt mein Fall. Und dann, aber alle haben dann gesagt, nein, der riecht nicht so. Und habe ich mir gedacht, warum riechen manche den so und manche den wieder, ne, den tollen Driftwood vielleicht daraus. Naja. Und habe ich mir gedacht, komm, wenn das so ein Mittelding zwischen den beiden ist, nehme ich sie mir mit, also kaufe ich sie mir. Und die Dame hatte den für 20 Euro angeboten und 20 Euro für eine neue Kerze finde ich wirklich okay. So, und jetzt, ich habe gerade eben mal kurz dran geschnuppert und habe gedacht, ja, okay. Habe nicht gedacht, yeah, okay, aber das ist tatsächlich ein schöner Duft. Ich hoffe jetzt nur, dass er intensiv ist und nicht wie viele andere Yankees mittlerweile so, ne, dass ich sie einschmelzen muss. Aber er gefällt mir. Er ist wirklich so Driftwood auf eine warme Art und Weise. Doch, finde ich wirklich schön. Und ich denke, wird auch meinem Freund gefallen. So. Und da dann halt ich gefragt habe, ja, wir könnten ja auch tauschen und so weiter, dann hat sie sich von mir Aromatic Orange Evergreen oder so ähnlich hieß die, glaube ich, so eine Weihnachtskerze von mir genommen.
Und dafür habe ich dann noch eine Bath & Body Works Kerze bekommen. Und zwar heißt sie Winterwoods. Natürlich meins, ne? Hört sich ja wieder voll so an. Da ist übrigens drin, wo steht's denn? With Notes of Cashmere Musk and Vanilla Bean. Voll meins natürlich, ne? Und ich fand auch mal ganz im Ernst, schaut euch mal dieses Glas an. Hier oben der Deckel. Da gibt es nichts wirklich, also wunderschön. Und ich kann, um ehrlich zu sein, nicht viel erahnen von diesem Duft. Hoffen wir mal, dass er angezündet intensiver ist. Ist ja eine Dreiduftkerze, brennen demnach sehr gut ab. Genau, doch, eine Kerze kriege ich nämlich noch. Weil, ja, das war ein bisschen. Ich habe meine Bath & Body Works Kerze, meine einzige, die ich hatte, getauscht. Und die ist wohl zurückgegangen, weil sie einen Zahlendreher in der Postleitzahl hatte. Ja, und jetzt kriege ich sie wohl dann irgendwann. Also heute wird die nochmal abgeschickt. Aber so lange wollte ich jetzt nicht warten. Auf jeden Fall so am Deckel. Riecht die schon sehr kuschelig und ja, da bin ich auch gespannt drauf. So, und dann hat sie gesagt, ja, ich habe übrigens noch so eine, wie heißt sie, von dieser Elevator-Reihe von Yankee Candle, habe ich übrigens auch noch was. Ich so, nee, nee, geht nicht, ich kann nicht so viel bezahlen. Ne? Und meinte die so, weißt du was, weil ja die Yankee Candle ist ja, die du mir schickst, ist ja eine US-Version, dann schick mir, also überweist mir noch 5 Euro, ich gebe dir noch Goodies dazu und du kriegst die Elevator noch. Habe ich nur gedacht. Ja, und dann habe ich halt meine erste Elevator-Kerze. Ist wohl Velvet Woods. Woods, natürlich. Also, das ist halt meins. Na, guck mal, jetzt habe ich 3 Kerzen von dieser Dame, alle mit Woods. Ne? So. Dieses Ding hier, das dient wohl auch dazu, dass man die Kerze da so richtig schön draufstellen kann. Padam, ja. Ist nicht nur ein schöner Deckel, sondern hat tatsächlich auch einen Sinn. Das ist übrigens genau wie bei den Woodwick-Kerzen. Angeblich ist dieser Holzdeckel auch ein schöner Untersetzer. Naja, so. Die Kerze ist natürlich schon gebrannt. Ich habe schon gehört, dass die nicht ganz so schön abbrennen soll, wie man hier so sieht, weil die kommt wohl nicht so richtig gut in den Ecken rein, obwohl es eine Dreiduftkerze ist. Hat übrigens, wie viel Milliliter hat sie denn? Oder Gramm, Entschuldigung, 347 Gramm hat sie. Ja. Und ich muss sagen, duftmäßig nicht die intensivste so mit der Nase da dran, aber riecht gut. Bitte ausprobieren. Und jetzt noch die Goodies, wovon ich erzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Goodies sind immer so toll. Aber hier, muss ich auch leider abgeben. In jedem Goodie-Päckchen ist immer irgendwas bei, was ich nicht so mag. Habe ich letztens schon von der lieben Lichterfloh. Habe ich ja auch, haben wir ja auch getauscht und sie hat mir ja alle 4 Sorten von diesen neuen Yankee Candle Tarts geschickt und Belgian Waffles. Finde ich furchtbar. Boah, das ist für mich reines Maggi. Maggi mit Teig. Oh, und runtergefallen. So, dann haben wir hier ein Votivkerzchen. Da ist kein Bild drauf. Ich hatte solche auch schon mal von Patchouli. Aber hier unten drunter steht dann, was es ist. Und hier ist Red Raspberry. Und Red Raspberry werde ich im Badezimmer auf jeden Fall abfackeln. Weil es ist schon sehr gekünstelter Duft. Aber ich finde gerade Erdbeerkirsch, also so rote Früchte, außer Kirsch vielleicht, sind echt schwer einzufangen. So, und dann haben wir hier wieder ein Teelicht. Aber in Lila könnte auch Lovely Kiko sein, oder? Nee, anders. Vielleicht Lavendel, wenn ich Glück habe. Mir fällt alles auf den Boden hier. Keine Ahnung, was das für eine Sorte ist. Und dann haben wir noch ein Votiv Greenhouse. Ich glaube, Greenhouse ist auf jeden Fall auch nicht im Standardsortiment. Kann ich aber nicht mehr viel riechen. Ich rieche wieder Belgian Waffles. Also der ist so penetrant, dieser Duft, dass er immer alle anderen ansteckt mit seiner Krankheit. Kann ich nicht riechen. Ich rieche nur belgische Waffeln. So, und dann habe ich hier noch so ein süßes Häschen und der heißt Barbershop. Da gab es ja mal so eine Yankee Candle Reihe. So eine Herren Yankee Candle Reihe. Und Barbershop oder Babershop, wie man das auch mal ausspricht, war davon. Oh, guck mal, der kleine süße Hase. Oh, der riecht aber sehr gut. So holzig nach. Bisschen und schokoladig und so Aftershave-mäßig. Oh, der riecht aber gut. Da freue ich mich drauf.
So, und meine Kamera geht gleich aus. Ich bin wirklich auf dem letzten Drücker jetzt gerade fertig geworden und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gequatscht und ein bisschen in die Länge gezogen, wie immer. Aber meine Kamera geht gleich aus. Das wollen wir nicht. Sonst haben wir wieder... Ne? Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.